Endlich hat Rockstar Games wieder ein neues Bennys-Fahrzeug hinzugefügt. Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug in Bennys. Auch wenn es ein bisschen spät kommt das Video, aber egal. Bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch mal bitten, einen fetten Like fürs Video zu lassen und für die, die euch noch nicht abonniert haben, abonniert mich auf die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Welches Fahrzeug wurde denn jetzt als letztes bei Bennys hinzugefügt? Und zwar ist es tatsächlich der Obey 10F. Kleiner Reminder, dieses Fahrzeug kam vor ca. 2-3 Wochen raus und könnt ihr bei Legendary Motorsports für einen stolzen Preis von 1.675.000 GTA-Dollars kaufen. Und genau dieses Fahrzeug könnt ihr jetzt auch bei Bennys aufrüsten lassen zum Obey 10F Widebody. Und ja Leute, das Fahrzeug an sich ist schon extrem breit und naja, wird es halt breiter, ne? Deswegen will man mal schauen, was so dahinter steckt. Wir fahren jetzt einfach mal zu Bennys und ja, schauen mal uns die Tuning-Teile an, die wir jetzt neu dazu bekommen haben. So, das Aufrüsten zur Widebody-Version kostet euch trotzdem nochmal 575.000 GTA-Dollars, also seid ihr mit einem Grundpreis vom Fahrzeug von über 2 Millionen dabei, so gesehen ehrlich sogar 2,2 Millionen. Aber egal, so, was mir hier direkt aufgefallen ist, was ich sehr positiv finde, ist tatsächlich die Stoßstange bzw. die hintere Stoßstange, da man hier diese hintere Stoßstange entfernen kann. Hat so ein bisschen Lamborghini-Style, finde ich persönlich, aber egal, ist auf jeden Fall sehr cool, sieht auf jeden Fall optisch mega aus. So, ich bin ehrlich, das war's aber auch irgendwie gefühlt mit den guten Sachen an diesem Fahrzeug zu der Widebody-Version. Denn, was ich hier zum Beispiel nicht sehr schön finde, ist zum Beispiel diese seitliche Lufteinlässe. Dort könnt ihr auch neue Sachen, was heißt neue Sachen, nur eine Sache neu tunen. Und zwar gibt es eine neue Art, die man tunen kann, also so gesehen grillt oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und dass man nur diese eine neue Version hat, finde ich persönlich ein bisschen wenig. Man hätte ja auch auf jeden Fall mehr machen können. Aber egal. Am Dach kann man jetzt auch Attent tunen, ja cool, warum nicht? Was man hier vorne am Kühlergrill machen kann, ist natürlich generell schon cool, dass man hier auch wirklich so einen Kühler hinbauen kann und das Ganze auch fronttechnisch auch ein bisschen besser aussieht. Aber ich finde hier auch, hätte man ein bisschen mehr machen können, ein bisschen mehr ins Detail gehen können, aber haben sie hier leider nicht gemacht. Aber kommen wir mal zum Innenraum. Der hat mich natürlich fast am meisten schockiert. Denn dieser Innenraum kann man natürlich jetzt auch ändern. Bennys-like. Aber genau so ist es. Es ist nur Bennys-like. Ihr könnt die Rennsitze umtunen, wie in jedem anderen Bennys-Fahrzeug auch. Das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr kopiert. Genau wie das Lenkrad etc. Ihr könnt zwar den Innenraum generell schon ein bisschen ändern, aber nicht so, wo man sagt, okay, das ist voll die krasse Änderung. Guck mal den Innenraum an hier, ne? Nein, leider überhaupt nicht. Und was man hier einfach dazu sagen muss, generell bei Bennys ist es ja so, dass man eigentlich das Fahrzeug von Grund auf erneuert bzw. verändert, dass das Ganze einfach irgendwie cooler, etwas cleaner aussieht und das ist hier irgendwie nicht der Fall. Und was ich sehr schade finde, ist auch hier zum Beispiel der Motorraum. Bei Bennys Fahrzeugen ist es allgemein die Regel, dass man den Motorraum optisch tunen kann. Was meine ich mit optisch? Naja, ihr könnt hier so einen Luftfilter daneben bauen oder den Motorblock generell irgendwie anders bauen, einen Zahnriemen anders machen, bla 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 bla. Kann man hier gar nicht. Ihr könnt nichts optisch an diesem Motor ändern. Was natürlich bei diesem Fahrzeug richtig schade ist, da dieser Motor zentral sichtbar ist einfach. Das Auto besteht nur aus diesem Motor gefühlt und dass man hier nichts draus macht, extrem schade. Wirklich, sage ich wirklich, bin ich sehr enttäuscht. Aber gut, generell gibt es natürlich auch neue Spoiler und die sind auch eigentlich ganz okay. Aber generell nur wenig lackierte Spoiler, was ich persönlich auch sehr schade finde, da ich der Typ bin, eher lackiert als Carbon oder dieses schmandige, was auch immer das immer noch ist, keine Ahnung. So, Fazit von mir zu diesem Widebody ist tatsächlich nicht rosig. Generell hat Rockstar Games versucht, diesen F10 Widebody als Rennwagen darzustellen, dass man sagt, ey komm hier, tune rum zum Rennwagen und bei mir hat das einfach nicht funktioniert. Ich finde, das sieht überhaupt nicht mehr clean aus und das Ganze passt irgendwie einfach nicht. Hätten die das wirklich zum Rennwagen umtunen wollen, hätten die Tuning-Teile deutlich krasser sein müssen, detailreicher und einfach besser. Denn zum Beispiel der Elegy Retro Custom oder der Sultan RS, da kann man den Innenraum richtig zum Rennwagen umrüsten und das fehlt hier einfach, dass man hier nicht diesen Rennwagen-Look einfach von innen auch hat. Und das finde ich persönlich einfach mega schade. Man hätte hier mehr beim Stoßstangen machen können, hätte mehr beim Kühlergrill machen können, man hätte mehr beim Spoiler machen können, man hätte mehr beim Dach machen können, man hätte mehr im Motorraum machen können. Und das Ganze kostet euch nochmal 575.000 Geld. Deswegen, Leute, meine Meinung, es lohnt sich nicht, dieses Fahrzeug als Bennys-Version umzurüsten. Außer ihr wollt natürlich die Bennys-Felgen drauf haben, dann geht das natürlich fit. Aber in meinem Fall, nee. Aber gut, ihr könnt eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bin ich hier zu hart zu diesem Fahrzeug oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.